Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Genau, wir waren hier im Versteck. Wir haben unser Anschlagsziel bekommen. Genau, und das machen wir jetzt. Musst du kurz überlegen. Habe jetzt eine kleine Pause zwischendrin eingelegt. Das heißt, die Folge nehme ich jetzt gerade nicht nahtlos im Anschluss auf. Es ist zwar noch derselbe Tag, aber ein paar Stunden später. Aber die Gespräche hier sind nach wie vor dieselben, wie es aussieht. So. Wo müssen wir denn hin? Wir sind ja schon fast da. Wir sind hier schon fast da. Ja, das ist doch. Das ist ja wunderbar. Wir beten mal eine Runde. Dann lassen die uns in Ruhe. Ich gehe ja schon. Hey, euch kenne ich doch. Nee, du verwechselst mich. Ich weiß, ich habe ein Allerweltsgesicht. Habe ich aber auch deinem Kollegen schon mal gesagt gehabt. Klettern wir mal einfach so ganz unauffällig hier hoch. Murksen ihn hier ab. Welch Versehen. Und ich glaube, da unten findet. Geht schnell. Ja, ich gehe. Schnell. Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht. Ich gehe. Ey, Knalltüte. Ich sag, fall jetzt nicht nach vorne, die fällt immer nach hinten sonst. Kommen wir jetzt nicht so. Gut. Gehen hier den ganz normalen Weg. Ne? Wir machen hier mal keine großen Faxen. Muss ich mich da unten reinstellen, oder wie? Ist dies so? Da stehen aber Wachen. Überall. Das ist uncool. Eventuell. Na, ja, ich kann wieder nicht klettern. Es ist doch so ätzend. Es ist blöd, ich bin. Blöde ist, ich bin jetzt zu nah an der Sequenz dran, als dass ich noch was machen könnte. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr klettern, ich kann jetzt nichts machen, ich komme nicht mal mehr die Leiter hoch. Das ist auch so ein bisschen ein Nachteil an dem Spiel, wenn du denn mal einen Weg ausgesucht hast und die Wege sind ja da. Ja, hier sind ja Leitern. Da kommst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr weg. Also ich jetzt hier in dem Fall hier nicht mehr. Ah, jetzt geht's, oder wie? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht, ey. Manchmal ist mir dieses Spiel ein Rätsel. Beziehungsweise die Steuerung. Kletter doch ums Eck. Du Hornochse! Oh, der war runtergefallen. Huch. Ist was? Beten kann ich nicht. Gut, aber anscheinend bin ich den Wachen egal. Gehen wir hier so ein bisschen ins Getümmel. Und los geht's. Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt?
der Zunft des Verrats und der Sünde ein Leben voller Angst. Nein, wollen wir nicht, niemals. Dann wollt ihr Taten sehen. Wir uns. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Ihr habt kein Recht auf den Tod. Wofür haltet ihr euch ein? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Der Herr verfluche euch alle. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Ja, super. Danke, du Arsch. So ein mieser Pisser, ey. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. So. Ja, ich werde aber ein bisschen viele diesmal. Aber ich gebe mein Bestes. Ich beherrsche das Schwert für gewöhnlich. Ja, wiederum. Oh, danke schön. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein, nein, ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten! Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht, doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Ich muss hier mal kurz aufräumen. Aber ich muss sagen, immerhin war er ehrlich, ne? Er hat einfach aus Spaß getötet. Das hat ihm einfach Lust bereitet. Oben ist noch ein Bogenschütze, auf den ich aufpassen muss. Wo ist der? Wo ist die kleine Arschbacke? Da oben. Bleibst du wohl stehen? Sagst du, ey, erst auf mich schießen und dann abhauen, oder was? Willst du mich verarschen? Wo ist der? Wo ist der Pisser?
brauchst es nicht, aber du musst halt auch sein. Ah, werden das wieder so viele. Mann. Hätte gehen sollen. Hau ab! Wegen dir habe ich hier zu viel Aufsehen erregt. Scheiß verrückt, doch. Naja, er kann ja nichts dafür, ne? Er kann ja nichts dafür, dass er ein bisschen schwer hat im Leben. So. Auf in der Heimat. Auf ins Versteck. Er meckert jetzt bestimmt gleich wieder mit uns. Ist eh ein großer Fan von uns. Hallo. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Der hat echt ein Problem mit uns, ne? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, wir machen wieder einen Zeitsprung. Boah, machen wir automatisch schon. Diesmal machen wir das sogar automatisch. Schon fertig? Aufstehen! Was immer Sie sagen, Doc. Der ist aber auch wieder freundlich heute, du. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy! Ja. Miss Dirnan, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Ja, gleich. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Am PC. Natürlich nicht. Aber am dem hier. Natürlich nicht. Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ja, ich gehe schon.
zufrieden. Kann ich jetzt in Ruhe kacken gehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Kann ich ja hier irgendwas machen? Nö, ne? Ich finde die Kamera an sich gruselig. Als wenn mich hier einer beim Duschen filmt. Naja, aha. Sieht aus wie ein Zugangscode. Okay. Und den kann ich jetzt hier eingeben, oder? Interessant. Aber ganz ehrlich, das sind alles Kameras, die da umhängen, oder? Das heißt, ich werde ja auch. Der Raum wird ja auch abgefilmt hier. Ja, der Kugelschreiber. Der ändert alles. Das heißt, hier wird ja auch jeder Winkel gefilmt. Eigentlich müssten die doch jetzt sehen, dass ich hier rumlaufe, oder? Oder sind die echt so doof? Joa, mach's dir bequem. Mhm. Ja, mir fehlt ein Passwort. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, okay. Ich lese das jetzt aber nicht alles durch hier. Ich glaube, das bringt uns nicht wirklich weiter, oder? Das lesen will, das lesen, bitteschön, gern geschehen. Ganz ehrlich, ich hasse sowas durchzulesen. Meistens bringt es einem nämlich sowieso nicht weiter im Spiel. So, war da jetzt vielleicht irgendwo ein Passwort dabei, was er sich gemerkt hat, weil, ja, ich kann es ja eh nicht eingeben. Das kann ja nur er eingeben. Gucken wir doch nochmal, oder? Wenn das jetzt nicht klappt, dann keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wo ich das Passwort herbekomme. Nö, nö. Der Professor hat ein scheiß Passwort. Eins, das viel zu lang ist. Ganz doof. So, wir gucken mal. Kann ich hier vielleicht rüber? Nee, kann ich. Kann ich auch nicht. Okay. Das heißt, ich kann hier eigentlich gar nichts mehr machen. Ich konnte jetzt den Gulli mitnehmen. Ich konnte jetzt nochmal die E-Mails von ihr lesen. Die mich nicht so wirklich brennend interessieren. Und dann kann ich schlafen gehen. Gehen wir schlafen, komm. Gehen wir einfach schlafen. In denselben, selben stinkenden Klamotten. Diese mysteriösen Symbole, ne? Der nächste Morgen. Lalalalalala. Lalalalalala. Ich hab sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Ich dreh dir gleich in den Anus. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Redet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt.
Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt. Der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Gucken, was wir jetzt Überflüssiges bekommen. Oh, ein Schwert. Nein, nicht im Hof trainieren. Nein. Nein, alles nur das nicht. Ich denke, meine Schüler wissen hier nicht, was es heißt, eine Klinge zu fügen. Ich kann schnell an ihm vorbeilaufen, dann klappt's vielleicht. Ja. Oh. Soll ich vielleicht nicht runter unten? So. Gut. Wir haben zwei neue Aufträge, zwei neue Ziele bekommen. Jetzt müssen wir wieder Informationen sammeln, dann die Ziele suchen. Ja, das alte Lied halt, ne? Das alte Lied. So. Der Edensplitter also. Naja. Wenn die mit mir rechnen, der Mann im weißen Umhang kommt, dann ziehe ich mir nicht einfach was anderes an? Warum ziehe ich mir nicht was Rotes an? Oder was Schwarzes? Oder was Graues? Damit laufen eh die meisten rum. Grau oder braun oder so. Keiner würde mich erkennen. Ja, so ein Gewand. Keiner würde mich erkennen.
Nein, ich muss meine Assassinen-Ausrüstung anhaben. Ja, ich muss, welche Ausrüstung kann ich hier anlassen? Aber ich kann einfach andere Farbe anziehen, oder? Aber nee, ich muss in weiß sein. Ja, ja, natürlich. Damit auch jeder sieht, wer ich bin. Könnt mir auch ein Schild um den Hals sehen. Ich bin Assassine. Nach unten. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstädten. So, hier waren wir auch schon. Hier waren wir überall schon. Einmal umziehen. Das Pferd hat ein bisschen einen großen Wendekreis. So, zack. Warum? Ist doch alles gut gegangen. Ich interessiere mich für das hier. Ein bisschen. So, auf ins Versteck. Brauchen einer einen Job, wie es aussieht. Assassine sein doof. Ich wäre viel lieber Buchhalter. Wie seltsam. Tschö. Ja, es regnet hier Männer. Ne? Da gab es auch so ein Lied, ne? It's raining men und so. So. Ja, warum tut er das? Warum geht er einen Leiter nach oben? Überfragen. So. Einmal hier rüber. Und da sind wir auch schon. Zack. Hallo, mein Freund. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. So. Hopp, hopp, hopp. Galopp. So, wo muss ich hin? Irgendwo da unten bestimmt. Wir gehen mal dahin. Das ist ziemlich nah. Dann gucken wir mal, ob wir da was finden. Könntest du da bitte hochklettern?
Alter, ja, manchmal hasse ich dich. Du ein paar Münzen für meine Kinder, bitte. Nein! Voll verkackt. Zack, durch den Hals. Aua! Kommt's klar, oder? Ja, tschüss. War aber nicht so gut von dir, hm? Trottel. Ja, ich bin ja auch ein Trottel. Sei mal durch! Ja! Oh! Jetzt hab ich gestörten Abwurf. Das ist nicht gut. Ah, komm, wir kämpfen mal kurz. Wenn wir jetzt hier schon für Aufruhr gesorgt haben. Ah, lass ein bisschen aufpassen, mein Leben ist nicht groß. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Ja. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das ist schön. Ich bin ein wahrer Held. Ja. Siehst du mal, haben wir mal wieder jemanden. Nein. Ganz selbstlos. Ja. Gut, eigentlich war es versehen, aber. Ja, passiert. So. Hui. Ja, ich spring da mal rüber, Ego. Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Doch, kann ich! Keinen Ausweg erst am Ende! Doch, es gibt einen Ausweg. Hätten wir den auch weg? Ich denke schon, dass ich das werde. So. Wo haben wir es? Da oben haben wir es. Ah, so können die mit ihren ollen Lehmklumpen auch nicht werfen hier. So. Aber ich sehe gerade, ich muss die Folge beenden. Eieiei. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.